Hallo meine lieben Birdrider, hier ist wieder euer Landsquid. Willkommen zu einer neuen Folge. So ein bisschen Lorecore, aber hauptsächlich Zoom-In. Wir werfen heute mal einen genauen Blick auf Starfield. Das nächste große Bethesda-RPG, das uns bevorsteht, das ja jetzt vor kurzem auf Anfang 2023 verschoben wurde. Sonst hätten wir das schon Ende dieses Jahres bekommen. Und ich möchte in diesem Video mal so ein bisschen aus allem veröffentlichten Material und Leaks zusammenfassen, was uns erwarten wird mit Starfield und ob es wirklich das große neue Bethesda-Rollenspiel wird, das wir oder das viele von uns, das ich auf jeden Fall mir erhoffe und erwarte, oder ob wir vielleicht ein Fallout 76-2 sehen. Die Frage versuche ich in diesem Video zu beantworten, sodass jeder von euch sich wirklich konkret vorstellen kann, worum es sich bei Starfield handeln wird. Also, erstmal vorweg, Starfield wird nur für PC und die neuen Xbox-Systeme erscheinen. Das heißt nicht mehr für Xbox One und auch nicht für die Sony-Konsolen und Nintendo sowieso nicht, aber das war ja irgendwie klar. Das Spiel soll zum aktuellen Zeitpunkt eigentlich schon ziemlich fertig sein, laut offiziellen Angaben, was die Verschiebung noch ein bisschen seltsamer macht, aber gut, vielleicht muss halt wirklich noch irgendwas gepolished oder verändert werden. Wir stecken da nicht drin. Kann alles sein. Interessant ist, dass das Spiel bereits seit 25 Jahren in Planung ist und wirklich so ein Herzensprojekt scheinbar von Todd Howard, der das im Grunde schon einen Großteil seiner Karriere machen wollte und schon mal mit einem Prototypen angefangen hat, das dann allerdings gecancelt wurde. Seit 2016 soll dieses Spiel schon aktiv in Arbeit sein. Und Bethesda bezeichnet dieses Spiel offiziell als NASA-Punk, was man sich auch immer darunter genau vorstellen kann. Das Spiel spielt 300 Jahre in der Zukunft und soll wieder ein sehr klassisches Bethesda-RPG werden, mit Loot, mit Skills, mit viel Lore. Nur diesmal gibt es eben nicht nur eine große Map zu erkunden, sondern viele große Maps, also quasi Planeten, die über einen Teil unserer Galaxie der Milchstraße verteilt sind. Beziehungsweise Sonnensysteme, die sich alle in einer Tasche in unserer Galaxie befinden sollen. In dem Spiel soll es vor allem um die Erkundung gehen und eben herauszufinden, was da draußen auf uns wartet. Das Spiel wurde von offizieller Seite auch schon als Han Solo Simulator bezeichnet und es soll einige 100 Stunden Content bieten. So viel erstmal als kleiner Überblick. Werfen wir mal einen detaillierteren Blick in die Lore von Starfield. Starfield spielt im Jahr 2340. Unsere Hauptfigur ist Teil der Constellation, eine Firma, die 2188 gegründet wurde, also nicht ganz 200 Jahre vor dem Zeitpunkt, in dem unser Spiel beginnt, und die sich der Erkundung der Galaxie verschrieben hat. Wir können also davon ausgehen, dass wir vielleicht überall schon kleine Posten dieser Constellation vorfinden, wie so ein bisschen die Überreste der alten Welt in Fallout, so kann man sich das wahrscheinlich vorstellen, teilweise eben schon uralte Gebäude und Einrichtungen. Das ist allerdings überall noch sehr viel Mysterien für uns in der Milchstraße zu erkunden gibt. Wo wir schon bei Fallout-Vergleichen sind, können wir auch gleich auf den Pip-Boy eingehen, den wir in Starfield bekommen. Hierbei handelt es sich um eine Smartwatch im Grunde, die wahrscheinlich in Starfield wirklich eine ähnliche Funktion erfüllen wird wie der Pip-Boy in Fallout 4. Oder auch in Fallout 3 oder allen anderen Fallouts halt. Es gibt allerdings abgesehen von der Constellation noch viele andere Fraktionen, die man in diesem Spiel treffen kann und denen man sich scheinbar auch anschließen kann. So gibt es zum Beispiel die Pirates of the Crimson Fleet. Hierbei handelt es sich im Grunde um ein loses Bündnis vieler verschiedener Piraten-Captains, die mehrere Sonnensysteme unter ihrer Kontrolle haben und immer wieder zu einer großen Gefahr für benachbarte zivilisierte Gebiete werden. Also so etwas wie eine große Raider-Fraktion.
Dann gibt es noch die United Colonies. Hierbei handelt es sich um eine ziemlich große, stark strukturierte und auch militärstarke Fraktion, die sehr geordnet und strukturiert wirkt. Im Gegensatz dazu haben wir das Freestar Collective. Drei Sternensysteme, die sich zu einem losen Bündnis zusammengeschlossen haben, weil sie frei und uneingeschränkt leben wollten. Zwischen dem Freestar Collective und den United Colonies kam es in der Vorgeschichte zu Starfield scheinbar einmal zu einem größeren Krieg. Dieser ist zwar zu Zeiten des Spielbeginns schon vorbei, die Lage zwischen diesen beiden Fraktionen ist allerdings angespannt. Hierbei dürfte es sich wahrscheinlich um zwei relativ große Fraktionen handeln. Aber es gibt auch noch viele kleine Firmen und andere Fraktionen, die kleinere Gebiete unter ihre Kontrolle haben, wie beispielsweise die sogenannte Xenofresh Corporation. Eine Firma, die sich eigentlich auf dem Fischfang spezialisiert hat, bis sie auf einem speziellen Planeten einer Wasserwelt einen Fisch gefangen hat mit sehr starken psychedelischen Chemikalien in sich. Und sie haben gemerkt, hey, mit diesen psychedelischen Drogen können wir sehr viel mehr Geld verdienen als mit Fischen. Und so wurden sie zu einer intergalaktischen Drogendealer-Firma. Und es gibt noch sehr viele andere Produzenten von Raumschiffen, von Ausrüstungsteilnahmen, die wir im Trailer schon sehen können. Aber ich glaube, die wichtigsten und die, über die wir schon ein bisschen Informationen bekommen haben, habe ich hier genannt. Unter anderem wird es natürlich auch die üblichen Fraktionen geben, wie verschiedene Raider-Gruppen, einer durchgedrehten religiösen Fraktion und es wurde offiziell bestätigt, dass es Aliens in Starfield geben wird. Ob es sich dabei allerdings um intelligente Spezies handelt, mit denen man kommunizieren kann, oder ob diese Aliens einfach nur als Gegnertypen benutzt werden, als wilde Tiere auf den verschiedenen Planeten, ist nicht hundertprozentig klar. Ich tendiere eher zu zweiterem. Aber schauen wir mal. Bei diesem Bild hier, das wir in Verbindung mit Starfield immer wieder zu sehen bekommen, könnte es sich vielleicht um die Galaxiekarte, die Map handeln. Das Ganze könnte eventuell eine Art Gravitationskarte darstellen. Eine Gravitationskarte ist ein relativ neues Ding, eine neue Idee, an der NASA gerade eben forscht. Und NASA glaubt eben, man könnte mit Hilfe von Gravitationskarten bessere, detailliertere, genauere Karten zum Universum anfertigen oder so ähnlich. Was weiß denn ich? Auf jeden Fall könnte es durchaus sein, dass wir hier eine Art 2D-Gravitationskarte der Spielwelt von Bethesda, also von Bethesdas Starfield, vorgesetzt bekommen. Und es wäre durchaus denkbar, dass Bethesda sich hier eben dieser relativ neuen Idee von Gravitationskarten bedient hat, um eben diese Spielkarte zu erstellen. Gravitation scheint in Starfield sowieso eine große Rolle zu spielen. Darauf bieten die Trailer und geleakten Bilder und auch veröffentlichten Bilder immer wieder deutliche Hinweise. In dem ersten richtigen Teaser-Trailer können wir zum Beispiel hören, wie eine Stimme sagt, dass das Graviton Loop Array gestartet wird. Also ein Device, eine Maschine, mit der man die Gravitation wahrscheinlich beeinflussen kann, Gravitationsfelder erzeugen kann. Das dürfte wahrscheinlich auch eine Erklärung für die Methode sein, wie wir relativ schnell zwischen den Sternsystemen hin und her reisen können, indem die Gravitation manipuliert wird. Auch scheint es auf den Schiffen künstliche Schwerkraft zu geben. Zumindest sehen wir auf manchen Luken die Warnhinweise, dass ab hier die künstliche Gravitation endet. Und dann gibt es noch in dem ersten Teaser diesen komischen Effekt, wie sich irgendwie eine Art Portal öffnet und alles einsaugt. Also irgendwas mit Gravitation dürfte eine große und entscheidende Rolle in der Story von Starfield spielen, würde ich annehmen. Ansonsten möchte sich Starfield wohl mit den großen Fragen der Menschheit auseinandersetzen. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Was ist eigentlich los? Und dieses zentrale Gebäude, das auch auf dem Poster, auf dem Titelbild, dem Teaser-Titelbild von Starfield zu sehen ist, dürfte wahrscheinlich eine entscheidende Rolle in der Beantwortung dieser Frage spielen.
Auch im Anfangstrailer wird erwähnt, dass wir, also die Menschheit, den Schlüssel gefunden hat, um alles zu öffnen. Wahrscheinlich hängt das wirklich mit diesem sehr zentralen Gebäude zusammen. Vielleicht ein altes Alien-Artefakt, irgendwas mit Schwerkraftsmanipulation, wer weiß. Spielmechanisch sollte das, was wir bisher zu Starfield gehört haben, einigen von euch und mir auch zumindest Hoffnung machen, würde ich mal behaupten, dass Bethesda hier wieder in eine richtige und coole und unterhaltsame Richtung geht. Es wurde ja teilweise schon auch zu Recht Fallout 4 kritisiert, dass die RPG-Mechaniken so zurückgeschraubt wurden im Vergleich zu den Vorgängern. Von Fallout 76 fange ich gar nicht erst an. Und hier zu wissen wir in Bezug auf Starfield schon ein paar Sachen, die mich wirklich recht positiv stimmen. Erstmal darf man seiner Hauptfigur einen eigenen Background geben, eine Hintergrundgeschichte, wie das ja bei so Rollenspielen, gerade bei klassischen Rollenspielen, gerne mal der Fall ist. Dieser Hintergrund, diese Story von eurem Charakter wird dann auch das Spiel beeinflussen in gewisser Weise. Es soll ein Skillsystem geben, das so ein bisschen wie das aus Skyrim aussehen soll, mit leichten Einflüssen aus Fallout 4. Und Perks, also Traits, wie es sie in Fallout New Vegas beispielsweise noch gab, sollen auch wieder ihren Weg in Starfield finden. Also ein bisschen Skyrim, ein bisschen Fallout 4, ein bisschen Fallout New Vegas oder Fallout 3. Das klingt doch ganz nett, oder? Im Grunde wollen sie viele Mechaniken, die sie in klassischen RPGs noch genutzt haben, modernisiert auch in Starfield benutzen. Ich hoffe, modernisiert heißt nicht irgendwie super krass simplifiziert, aber hey, zumindest klingt das für mich optimistisch. Außerdem soll durch die Möglichkeiten, die bei der Charakterentwicklung bestehen, eine interessante Charakterweiterentwicklung entstehen. Das heißt zum Beispiel nicht nur die Interaktion mit der Welt, sondern auch die Interaktion mit NPCs, wie diese auf einen reagieren, welche Dialogoptionen man hat und so weiter, soll sehr stark von Skills und Perks abhängen. Puh. Das Spiel wird außerdem in einer besseren Engine gebaut, also sie benutzen noch ihre alte Engine. Diese soll allerdings für Starfield ihr größtes Update aller Zeiten erhalten haben. Noch nie soll die Engine zwischen zwei Spielen so stark bearbeitet worden sein. Also der Sprung von Fallout 4 auf Starfield soll deutlich größer sein als der Sprung damals von Fallout 3 auf Fallout 4. Die KI soll besser sein und die ganze Optik und so weiter. Naja, schauen wir mal. Das Spiel kann man sowohl in der First als auch in der Third Person spielen. Die First Person ist allerdings Standard. Aufgrund eines ziemlich glaubhaften Leaks, der von Jason Schreier persönlich zumindest so semi bestätigt wurde, soll, also zumindest laut der persönlichen Meinung dieses Leakers, das Schießen in dem Spiel sich bereits sehr gut anfühlen, das Fliegen allerdings noch nicht. Jetzt ist natürlich die Frage, was meint dieser Leaker genau mit Fliegen? Dürfen wir uns tatsächlich hinter das Steuer unseres Raumschiffes setzen und damit wirklich auf eigene Hand den Weltall da draußen erkunden und von Planet zu Planet, von Sonnensystem fliegen? Oder ist das Ganze nur eine Schnellreise? Und mit Fliegen meint er tatsächlich eher das Jetpack, das unsere Hauptfigur auf eigentlich allen Bildern, auf allen Promomaterialien, die wir bis jetzt gesehen haben, auf dem Rücken trägt. Wer weiß. Auf den Artworks sehen wir außerdem auch sehr viele verschiedene Raumschiffe. Können wir unser Raumschiff modifizieren oder neue kaufen? Und wenn ja, welche Vorteile wird uns das bringen? Es gibt auf den Artworks außerdem viele Fahrzeuge zu sehen. Werden Fahrzeuge ein Teil von Starfield? Werden wir die Planetenoberflächen mit unseren eigenen Erkundungsfahrzeugen bereisen dürfen? Eine weitere Frage, die sich noch stellt, ist: Gibt es Basenbau in Starfield? Einige geleakte Screenshots würden darauf hindeuten, da einige dieser Basen, die hier abgebildet sind, ziemlich modular aussehen. Und vielleicht ist das so eine Art Testkasten, was wir hier sehen, ein Sandkasten für den Test von modularem Basenbau. Könnte zumindest sein. Außerdem sehen wir eine Vielzahl an Waffen auf den verschiedenen schon veröffentlichten Screenshots zu dem Spiel. Die verschiedenen Waffen sollen laut Angaben von Bethesda in die Lore der Welt passen und eher so
Low-Science-Fiction sein, das heißt Projektilwaffen, vor allem nichts total Abgedrehtes grundsätzlich, aber es soll schon auch etwas fortschrittlichere und abgedrehtere Waffen geben, die allerdings innerhalb der Lore der Welt erklärt werden. Das Spiel soll ein reines Singleplayer-Spiel werden, das laut Bethesda vollständig gemoddet werden kann, wie frühere Bethesda-Rollenspiele auch schon. Da Todd Howard nicht müde wird, immer wieder zu erwähnen, wie toll er es findet, dass Modder teilweise ihren Lebensunterhalt mit Mods verdienen können, können wir ziemlich sicher davon ausgehen, dass der Creation Club zurückkommen wird. Also irgendeine Plattform, über die Bethesda Mods verkaufen wird, wird es ziemlich sicher wieder geben. Das klingt zumindest so. Durch einen Roboter, Companion, also ein Begleiter, für den Bethesda in letzter Zeit immer wieder ziemlich die Werbetrommel rührt, sagt man das so? Ich glaube schon. Können wir davon ausgehen, dass es auch ein Companion-System geben wird? Dieser Roboter könnte eben ein Begleiter sein. Es könnte dann auch andere Begleiter geben. Vielleicht ist dieser Roboter aber tatsächlich auch eher eine Spielmechanik. Vielleicht kann man mit diesem Roboter besonders gefährliche Zonen erkunden, die man selber nicht betreten kann. Vielleicht, weiß ich nicht, erfüllt er irgendwelche Mechaniken wie das Transportieren von Lasten oder... Na, es könnte halt eine Spielmechanik sein und nicht unbedingt ein Begleiter in dem Sinne, wie man es sich in Fallout 4 oder Elder Scrolls Skyrim oder sowas vorstellen würde oder wie wir es da hatten. Aber da es bisher eigentlich fast immer Begleiter gab in Bethesda-Rollenspielen, würde ich mal davon ausgehen, auch hier finden wir wieder Begleiter. Und wahrscheinlich die größte News von allen, ich habe sie mir extra für den Schluss aufgehoben, laut Todd Howard soll es in Starfield, und jetzt haltet euch fest, Leitern geben, die man tatsächlich benutzen kann, die nicht nur einen Ladebildschirm auslösen. Das gab es bisher in der Geschichte von Bethesda noch nie. Erklimmbare Leitern. Er hat witzigerweise gesagt, dass Leitern für das Team immer noch ein bisschen seltsam und weird sind und klickt man auf Leitern, wird einfach nur eine festgelegte Kletteranimation ausgelöst. Man kann also nicht manuell an Leitern rumklettern, aber immerhin, es gibt nun Leitern und kann somit auch horizontal Ebenen, auf höhere Ebenen oder tiefere Ebenen gelangen, ohne, vertikal meine ich natürlich, ohne dass man überall gleich Treppen braucht oder komische Sprungpassagen, weil die irgendwie mit ihrer Engine keine Leitern hinkriegen, was ich immer wieder super lustig finde. Aber jetzt scheint es sie tatsächlich zu geben. Ein kleiner Hinweis auf die Story und auf das Setting geben uns vielleicht noch zwei Bücher aus dem Reveal-Trailer von Starfield, denn dort stehen zwei Bücher im Regal der Hauptfigur. Das eine ist Sailing Alone Around the World und das andere ist Omega. In Sailing Alone Around the World geht es um die erste Person, die alleine den Ozean, also die Welt, umsegelt hat. Es geht um die Geschichten, die diese Person auf dieser Reise erlebt hat, um die Personen, die sie getroffen hat und vor allem um sehr viel Isolation und Einsamkeit. Das könnte ein Hinweis auf unsere Hauptfigur sein, die ebenso als erste Figur in unerforschtes Gebiet vordringt und vielleicht auch wirklich sehr viel alleine sein wird, was gegen Begleiter sprechen würde, die allerdings eben viele interessante Personen trifft und viele interessante Abenteuer erlebt. Und Omega ist ein Buch über den unmittelbar bevorstehenden und unabwendbaren Weltuntergang. Und es geht darum, wie die Menschen mit dieser unabwendbaren Apokalypse umgehen. Also alleine erkunden und eine unausweichliche Katastrophe am Ende der Geschichte. Die letzte Reise der Menschheit sozusagen. Das klingt ominös, das klingt tragisch, das klingt so, als wäre es doch nicht nur ein Han Solo-Simulator, sondern als würde man neben so ein bisschen rumfliegen und schmuggeln und Abenteuer erleben, letztendlich dann doch wieder die Menschheit vor irgendwas retten müssen. Aber es gibt nun mal kein Bethesda-Rollenspiel, ohne dass die Hauptfigur irgendwann in der Story auf die ein oder andere Weise zum oder zur Auserwählten wird, die die gesamte Menschheit retten muss. Naja, so ist das eben.
Tja, Leute, das ist so ziemlich alles, was wir über Starfield bis jetzt wissen. Ich glaube, die wichtigsten Informationen habe ich jetzt in diesem Video zusammengefasst. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Liken und abonnieren bitte nicht vergessen. Wenn ihr mit mir über Starfield, über diese Informationen, über, ja, keine Ahnung, alles Mögliche, was ich in diesem Video erwähnt habe, die detailliert reden wollt, schreibt mir gerne einen Kommentar unter dieses Video oder kommt auf meinen Discord. Dort können wir uns auch gerne etwas ausführlicher auch mit der ganzen Community unterhalten. Würde mich sehr freuen. Link dazu in der Infobox. Wenn ihr wollt, könnt ihr den Kanal sehr gerne auf Patreon oder direkt hier auf YouTube als YouTube-Subscriber mit einer kleinen von euch festgelegten monatlichen Summe unterstützen. Würde mir sehr helfen, den Kanal weiter ausbauen und weiterführen zu können. Vielen, vielen Dank dafür an alle meine Patreons und Unterstützenden da draußen. Als kleines Dankeschön erhaltet ihr ein zusätzliches wöchentliches Lorecore-Video, meistens Lorecore-Video, manchmal auch was anderes, die in der Regel exklusiv oder zeitexklusiv nur für Patreons und Unterstützende sind. Also vielen Dank an der Stelle nochmal. So Leute, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dann und mögen die Tentakel der Tiefe mit euch sein. Ciao.